kurz vor 5. Boah. Ey. So, letzter Tag Road Training für Roman und hoffentlich auch für mich. Aber wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ist das früh, ey. Naja. Wir sollen um 6:30 fertig sein zum Abheben. Das heißt, wir müssen um 5:30, Sunshore 6 da sein. Maintenance hat noch nicht offen, nix. Boah. Fünf nach 5:30. Oder 5:35 Uhr. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt zu zweit, um den Helikopter fertig zu machen. Ja. Wetter gut. Also, wir haben 11 Grad. Ist natürlich ein bisschen kühl. Aber, ja, es ist super kalt. Mein Körper ist sehr sensibel, wenn er noch müde ist. Ich kann nicht glauben, dass erst 2 Tage rum sind von der 7-Tage-Woche. Es fühlt sich an, als, boah, ich brauche schon wieder eine Woche frei. Verflucht. So ein Ur-Lunch-Break bis 2. Boah, ich bin den ganzen Morgen geflogen. Erst mit Mike. Aber nur 0,2, 10 Minuten, 2 Departures and Arrivals, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Und dann mit dem Rick. Also, boah. Es gibt ja nichts Stressvolleres, als mit einem zu fliegen, der alles weiß oder meint alles zu wissen oder wie auch immer. Ah, ich bin mit dir geflogen, ne? Ey, ständig out of trim. Aber wenn ich nur ein bisschen out of trim bin, ja, nur ein Millimeter die Kugel nicht in der Mitte, ey, motzt der direkt. Aber gut, so. Nach der Mittagspause fliege ich eine Green 2, also Checkride Green 2. Und dann fliegt eher wahrscheinlich eine Green One Reverse, was die letzte Route ist, die dann wahrscheinlich morgen ausgecheckt wird. Boah, es ist so warm, es ist 32 Grad, ja. Es ist ziemlich bumpy, also der Helikopter wird ganz schön hin und her geschubbelt. Kein einziges Trinkgeld heute, weil wir immer hotloaden. Also ich bringe die nicht zum Helikopter und bringe die nicht weg, sondern das machen andere. Ja, kein Trinkgeld. Zeit, dass ich alleine fliege und das alles alleine mache, so wie ich mir das vorstelle. Lunchbreak, viel zu schnell vorbei. Schon mal 10 vor 2. Jetzt wollte ich ja nicht da sein, aber ist egal. Es ist elendig warm, 32 Grad. Mein Auto stand in der Sonne, hier ist mindestens 40 drin. Wind hat auch zugenommen, das wird ein tricky Checkride jetzt. Ich hoffe, die packen uns nicht zu viele Passagiere rein, ansonsten wird das performance-wise sehr knapp. Naja, komm. Wenn es so kommt wie angekündigt, dann fliege ich nur noch ein einziges Mal und beim zweiten Mal gucke ich mehr oder weniger nur zu. Aber bei dem weiß man nie. Der findet immer irgendwas. Ja, auf geht's. Dritter Checkride. 7 Uhr. Sieht so aus, als hätte ich das Route-Training und die Route-Checkouts hinter mir. Das Einzige, was noch fehlt, ist, glaube ich, 2 Departures. Super weird. Also wenn der Tower und die Runways offiziell Nordwind haben, wir aber im Meadow Südwind und wir nach Osten fliegen, anstatt nach Westen, dann müssen wir da ganz bestimmte Departures machen, dann, ja, die muss ich noch durchgehen morgen früh. Natürlich wieder um 5:30 soll es losgehen. Ey, da muss ich schon wieder um 4:30, nee, 5:30 aufstehen. Nee, ich muss um 5:30 da sein. Ich muss um halb, ey, was? Naja, auf jeden Fall muss ich sau früh raus und danach kriege ich einen Helikopter und fliege Touren alleine. Das, was der Roman jetzt schon seit 1,5 Tagen macht. Und er ist abends immer total im Sack. Und das werde ich auch sein.
Mein Rücken ist schon wieder total im Sack. Naja, mal gucken, wie das klappt morgen. Es soll wieder heiß werden, es soll wieder windig werden. Und ich bin mal gespannt.